Und hier sind wir wieder bei Let's Play Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Dem Willkommen an Bord. Wir sind unterwegs. Guten Alarmstufe Rot 2. Aye, aye, Commander. Ja gut, hier kann ich wirklich die Raffinerie basteln. Captain meldet sich. Volle Kraft voraus. Feind entdeckt. Captain meldet sich. Bestätigt. Richtung gesetzt. Reparatur nötig? Ich komme nicht zu spät. Jede Menge Fensterplätze. Möchten Sie kurz anhalten und ein Foto Captain machen? Auf der Brücke. Nee, ich müsste nicht anhalten. Bereit. Dennoch denke. Prisma-Sensoren stabil. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Was haben wir denn noch so alles Schöner hier? Prisma-Panzer einsatzbereit, Sir. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Mehrere Stabilienten klar. Unsere Basis steht unter Beschuss. Produktion läuft. Jede Menge Fensterplätze. Willkommen an Bord. Da kenne ich mich aus. Ich habe die Pläne Willkommen hier. An Bord. Ölraffinerie Wir nehmen die landschaftliche erobert. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. So. Mehrfach Spiegellinsen klar. IBF bereit. Verzerrungsfehler. Auf Geschwindigkeit getrimmt. Und Einheit befördert. Einheit verloren. Das Werkzeug des Untergangs. Das Ende ist nah. Wir können Anpassungen vornehmen. Mehrfach Spiegellinsen klar. Geländefluktuation wird ausgeglichen. Das Ende aller Tage ist da. Linsenrotoren überprüft. Ich möchte ganz gerne. Produktion läuft. Die haben. Einheit befördert. Der Beweis eurer Sterblichkeit wird erbracht. Der Hammer fällt. Zeit für das jüngste Gericht. Ich kenne Ihre Taktiken, Genosse General. Sie werden nicht funktionieren. Produktion läuft. Bist du dir da so sicher? Die haben bisher immer gut funktioniert. Einheit bereit. Richtung gesetzt. Produktion abgeschlossen. Das Ende aller Tage ist da. Spiegellinsen gezeichnet. Reflexionswinkel berechnet. Wir können Anpassungen vornehmen. Unterwegs. Angriff! Wird erledigt. Und zwar. Was kann ich für euch tun? Seid geduldig. Für mein Heiß zu zahlen. Angriff! Wird erledigt. Und zwar völlig. Einheit verloren. So. Da kann ich noch ein Kraftwerk aufsetzen. Das finde ich ganz gut. Gewittersturm bereit. Einheit verloren. Unsere Basis steht unter Beschuss. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Atomrakete gezündet. Achtung, Inmutator aktiviert. Einheit verloren. Speicherpaneele aufgeladen. Das Ende aller Tage ist da. Aufgeladen. Ausgezeichnet. Das Einheit ist bereit. Wahre Sowjetmacht. Seid geduldig intensiviert. Das ist wahre Sowjetmacht. Das sind eure letzten Augenblicke auf Erden. Ich müsste es ganz ehrlich gesagt mehr so. Und zwar völlig. Wir sind frei. Das sind eure letzten Augenblicke auf Erden. Angriff! Bestätigt. Visiere Ziel ab. Einheit verloren. Flugdeck frei. Kurs wird gehalten. Das steht unter Beschuss. Endlich! Einheit befördert. Angriff! Ja, doch, ich denke, das ist ganz gut. Produktion läuft.
Und wann ist irgendetwas okay? Just say. Hat er hier nicht genügend Saft? Speicherpaneele aufgeladen. Lichtbrechung intensiviert. Das Ende aller Tage ist da. Speicherpaneele aufgeladen. Die werden schreien. Stabilisatoren werden neu angepasst. Neue Bauoptionen. Das größte Schiff der Flotte. Wir haben ein Ziel. Bestätigt. Einheit befördert. Einheit befördert. Marineflieger greifen an. Heliummischung optimal. Flugzeugträger meldet sich. Ziel wählen. Chronosphäre bereit. Boah. Achtung. Chronosphäre aktiviert. Einheit befördert. Ausgezeichnet. Luftschiff bereit. Propeller läuft. Flugzeugträger meldet sich. Der Schwarm startet. So, ich kann ja auch noch... Produktion läuft. Ich produziere auf jeden Fall mehr Kirovs. Der mir Kirovs ist immer gut. Lichtenergie wird fokussiert. Das ist wahre Sowjetmacht. Löscht sie aus. Der Stolz der alliierten Marine. Der Schwarm startet. Luftschiff bereit. Richtung gesetzt. Der Beweis eurer Sterblichkeit wird erbracht. Einheit bereit. Reflexionswinkel berechnet. Flugzeugträger meldet sich. Beginnen Angriff. Einheit befördert. Reparatur läuft. Der sollte... Produktion läuft. Eiserner Vorhang aktiviert. Völlig. Die Apokalypse hat begonnen. Setze neuen Kurs. Visiere Ziel an. Produktion abgeschlossen. Produktion läuft. Ihre Basis steht unter Beschuss. Reparatur läuft. Das Ende aller Tage ist da. Luftschiff bereit. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Setze neuen Kurs. Für das jüngste Gericht. Der Beweis eurer Schuld. Aber ich hatte dafür jetzt halt sämtliche Karten in meiner Hand. Bestätigt. Propeller läuft. Flugdeck frei. Kurs wird gehalten. Marineflieger greifen an. Und zwar wirklich alle. Einheit bereit. Gewittersturm bereit. Atomrakete bereit. Ziel wählen. Achtung, Atomrakete gezündet. Ja gut, okay, nicht. Achtung, Gewittersturm aktiviert. Einheit befördert. Jupp. Das ist schon mal sehr gut. Einheit bereit. Luftschiff bereit. Bestätigt. Propeller läuft. Bestätigt. Richtung gesetzt. Das größte Schiff der Flotte. Flugrouten berechnet. Produktion läuft. Versuchst du auf jeden Fall nochmal mit den Robotpanzern. Flugzeugträger meldet sich. Beginnen Angriff. Einheit bereit. Jäger werden startklar gemacht. Der Schwarm startet. Ziel. Schade, das ist viel zu weit weg. Chronosphäre bereit. Achtung. Chronosphäre aktiviert. Einheit bereit. Damit schön alle Einheiten dort halt weg sind. Eiserner Vorhang bereit. Optimal. Propeller läuft. Ziel erfasst. Einheit bereit. Luftschiff bereit. Visiere Ziel an.
Ziel wählen. Einheit bereit. Achtung! Oh, nur einen erwischt. Verdammt. Einheit bereit. Zeit für das jüngste Gericht. Der Beweis eurer Sterblichkeit wird erbracht. Einheit bereit. Flugdeck frei. Marineflieger greifen an. Luftschiff bereit. Einheit bereit. So, die Robotpanzer müssten eigentlich in großen Massen eigentlich auch gut ankommen. Luftschiff bereit. Die Kyo sowieso. Heliummischung optimal. Richtung gesetzt. Einheit bereit. Heliummischung optimal. Visiere Ziel an. Visiere Ziel an. Luftschiff bereit. Setze neuen Kurs. Ziel erfasst. Einheit bereit. Ach ja. Ich würde einfach sagen, die sind gar nicht Einheit so verloren. Toll. Produktion läuft. Heliummischung optimal. Eiserner Vorhang bereit. Bombe auf Position. Luftschiff bereit. Visiere Ziel an. Einheit bereit. Luftschiff bereit. Bombenschächte bereit. Luftschiff bereit. Bereit. Bombe auf Position. Ziel wählen. Einheit bereit. Chronosphäre bereit. Achtung! Chronosphäre aktiviert. Atomrakete bereit. Ziel wählen. Gewittersturm bereit. Achtung! Atomrakete gezündet. Achtung! Gewittersturm aktiviert. Heliummischung optimal. Ziel erfasst. Speicherpaneele aufgeladen. Positionsdaten empfangen. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus hier. Einheit bereit. Luftschiff bereit. Visiere Ziel an. Luftschiff bereit. Wenn die jetzt natürlich alle keinen Strom mehr haben, dann ist das sogar noch besser. Uah. Gut. Produktion läuft. Ich arbeite ja schon drauf hin. Dementsprechend. Flugdeck frei. Kurs wird gehalten. Ihr könnt dahin. Heliummischung optimal. Bombe auf Position. Prisma-Sensoren stabil. Positionsdaten empfangen. Einheit bereit. Mehrfachspiegellinsen klar. Lichtbrechung intensiviert. Eigentlich sind auch diese Gatling-Geschütze halt wirklich so ein Counter auf den Zielkoordinaten erfasst.
ausgeglichen. Lichtenergie wird fokussiert. Sehr schön. Mal Panzer einsatzbereit, Sir. Neue Koordinaten eingespeist. Luftschiff bereit. Ziel erfasst. Prisma-Sensoren stabil. Einheit bereit. Lichtsprengung intensiviert. Bestätigt. Einheit befördert. Zack. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel ich eigentlich komplett zerstören muss. Oder ob ich halt nur das alles zerstören muss. Ziel wählen. Eiserner Vorhang aktiviert. Einheit bereit. Der Stolz der alliierten Marine. Beginnen Angriff. Das geht jetzt also. Heliummischung optimal. Bombenschächte bereit. Das ist gut. Chronosphäre bereit. Vergrößerungslinsen aktiviert. Ziel wählen. Chronosphäre bereit. Achtung. Blop, 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 blop. Einheit befördert. Luftschiff bereit. Ziel erfasst. Prisma-Sensoren stabil. Zielkoordinaten erfasst. Das Werkzeug des Untergangs. Der das Hammer du kannst ist befördert. Auf jeden Fall dann auch dahin. Sterblichkeit wird erbracht. Einheit verloren. Bereit. Bombenschächte bereit. Wobei, ihr könnt da hingehen. Du kannst das angreifen. Jäger werden startklar gemacht. Der Schwarm startet. Das noch an. Zeit für das jüngste Gericht. Ausgezeichnet. Einheit befördert. Heliummischung optimal. Ziel erfasst. Das sind wahre Sowjetmotoren überprüft. Der Hammer fällt. Speicherpaneele aufgeladen. Speicherpaneele aufgeladen. Einheit verloren. Wird erledigt. Und zwar völlig. Löscht sie aus. Atomrakete bereit. Speicherpaneele aufgeladen. Verzerrungsfehler wird kompensiert. Der hat alles verkauft. Das ist sehr gut. Das bedeutet, dass das alles jetzt nur noch halt eine Frage der Zeit ist. Vergrößerungslinsen aktiviert. Eiserner Vorhang bereit. Ziel wählen. Eiserner Vorhang aktiviert. Der Hammer. Das müsste es sein. Jo, das war's. Yay! Yay! Ihr Rang lautet Befehlshabender General. Die ganze Welt weiß jetzt, was für ein brillanter Kommandeur Sie sind. Ihr Quantify schmückt Briefmarken in jedem Land der Erde und ihnen wird zu Ehren. Und ihnen zu Ehren wurde ein weltweiter Feiertag ausgerufen. Yay! Ich würde sagen, wir sehen uns damit halt im nächsten Part wieder. Es gibt noch die Endcredits-Scene und dann werden wir uns wundervoll halt bei der anderen Kampagne dann halt sehen. Also bis zum nächsten Let's Play Part. Platte SFB, meldet sich ab. Ja, hört jetzt mal zu. Ihr werdet mir gehorchen. Sei schön brav, sonst kriegst du heute keinen Nachtisch. Ich bin Juri. Ihr werdet mir gehorchen. Ha ha ha.
wir haben ein nettes, sicheres Plätzchen für ihn, wo er den Rest seiner Tage verbringen kann. Professor Einstein nennt es psychische Isolationszelle. Ich danke Ihnen, Commander. Jetzt wird nichts mehr kontrolliert, nicht die kleinste Fliege. Was zur Hölle ist hier los? Wir machen eine temporale Verzerrungswelle aus, General. Das sind die beiden Zeitlinien, Lieutenant. Sie verschmelzen. Eine Folge von Ereignissen muss jetzt über die andere dominieren. Verschmelzung der beiden Zeitlinien in 3, 2, 1. Wir sind jetzt auf DEFCON 2. Was zum Teufel ist da los, Lieutenant? Er ist wieder aufgetaucht, Mr. President. Und läuft's gut, Mr. President? General Carver. Sie sind doch... Zeitreisen. Noch nie was davon gehört, Sir. Gefällt Ihnen das? Der Präsident hat zur Siegesfeier ins Weiße Haus geladen. Ich dachte, wir beide könnten vielleicht... Kommen Sie, Commander. Irgendwie war das so nicht geplant. Professor? Doc? Sie haben doch noch diese Zeitmaschine, ja? Gut, könnten Sie mich zurückschicken? 2 Stunden? In Ihren Zeitlinien gibt's anscheinend einen Knick. Sehe ich Sie in der Neufassung? Oh la la, ich muss mich da noch mal kurz zu Worte melden. Man sieht, dass dort halt noch so ein paar gute Sachen halt reingesetzt worden sind. Ich finde es auf jeden Fall sehr gut, dass halt Kavel statt Yuri einfach reingesetzt worden ist. Und anscheinend ist es so, dass halt die beiden Zeitlinien zwar kollidiert sind, aber es sind halt die Ereignisse vermischt worden. Und das finde ich immer das recht Gute an der gesamten Sache. Wo ich das jetzt allerdings auch gerade so sehe, würde ich eigentlich tatsächlich sagen, dass sogar die sowjetische Ansicht tatsächlich sogar die fortführende halt ist, weil diese Zeitverschmelzung gibt es nämlich nur in der alliierten Ansicht und ansonsten nirgendwo. Aber wie gesagt, ich beende damit hier den Part und sage bis zum nächsten Let's Play Part, wenn wir die andere Kampagne dann jetzt machen. Jetzt aber auch wirklich.